So, liebe Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Einmal so ein bisschen querbeet. Alles dabei heute an Neuheiten. Nicht so viel, dass es da extrem lang wird. Möchte im Vorfeld nochmal auf die Umfrage hinweisen, die ich vor 2 Wochen gestartet habe. Da ging es darum, ich war mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir in der Hinsicht sicher, dass ich mich gebietstechnisch ein bisschen einschränken sollte. Und bin mir aber nicht sicher, was an Sammelgebieten jetzt eher zurücktreten sollte oder in den Vordergrund rücken sollte. Hab da 5 Möglichkeiten genannt, unter denen ihr mal eure Favoriten anklicken könnt. Bisher sieht es recht eindeutig aus, geht alles so in Richtung Kaiserreich und Feinsilberunzen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Bisschen schockiert nicht, aber verwundert war ich darüber, dass offensichtlich die 2-Euro-Münzen gar nicht so ein Thema bei euch sind. Aber bisher haben auch nur 21 Leute abgestimmt, deswegen hier nochmal die Erinnerung von mir an euch. Gebt mal eure Meinung ab. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht macht die Umfrage nachher auch so ein bisschen das i-Tüpfelchen bei meiner Entscheidungsfindung aus. Dementsprechend werden sich natürlich dann auch die Videos hier auf meinem Kanal in eine bestimmte Richtung entwickeln oder auch nicht mehr entwickeln. Genau, so viel dazu. Dann wollen wir uns mal ansehen, was wir heute hier haben. Wir fangen mal mit den 2-Euro-Gedenkmünzen an. Hier haben wir eine neue aus Frankreich. Ein laufender Eiffelturm in Bezug auf die Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Münze herausgegeben, in unzirkuliert 200.000 Mal, in Spiegelglanz 10.000 Mal und halt doch und im Proof 4.000 Mal, genau. So, das hier die Umlaufvariante. So, dann haben wir eine neue aus Portugal. Team Portugal bei den Olympischen Spielen 2024. 500.000 Mal in unzirkuliert herausgegeben und in Spiegelglanz 10.000 Mal. Das hier wieder die unzirkulierte Variante. So, dann halt mal, halt glaube ich auf diesem Kanal noch gar nicht gezeigt, sowas. Eine 10-Euro-Münze. Aus Österreich eine Kupfermünze. Ist im Jahre 2023. Aus der Serie Sprache der Blumen. Hier die Kamille. War ein Geschenk. Ich besammle die Serie nicht. Auflagenstärke 130.000 Stück. Kommt jedes Jahr eine raus. Ist eine süße Serie, aber wie gesagt, geschenkt nehme ich sie natürlich, kommt mit in meine Sammlung. Kaufen würde ich sie nicht. So, dann haben wir hier die neue 2-Euro-Münze aus dem Vatikan. Der 750. Todestag von Thomas Aquinas. Ist ein heilig gesprochener Philosoph, Theologe, Priester, soweit ich das jetzt rauslesen konnte, aus dem 13. Jahrhundert. Auflagenstärke ist mir bis dato nicht bekannt. So, dann haben wir einen Kursmünzensatz aus der Slowakei bekommen.
So sieht das aus. Das in der Mitte ist eine Medaille, ist keine Münze. Ist auch kein Silber. So Kupfer-Nickel-Gierung, hier steht's. Genau. Auflagenstärke dieses Satzes 15.000 Stück. Ich muss gerade mal gucken, ob irgendwo drauf steht, welche Prägequalität das ist. Nee. Ja, polierte Platte ist es nicht. Nee, steht nicht drauf. Gut. Also wird es wahrscheinlich irgendwie Stempelglanzvariante sein. Schön ordentlich wegpacken. Im Falle des Falles, dass ihr euch gegen die Euro-Münzen entscheidet, werde ich, das war eine Entscheidung, mit der habe ich schon lange zu tun gehabt, wahrscheinlich den Großteil der Kursmünzensätze abbestellen. Nur noch so vereinzelte Sätze mir kaufen oder beziehungsweise 2 Euro-Münzen kaufen. Werde mich dann lieber auf andere Sachen konzentrieren. So, deutsche Münzen sind davon natürlich nicht betroffen, die werde ich mir weiterhin kaufen. Hier haben wir eine 20-Euro-Münze aus Deutschland. 125. Geburtstag von Erich Kästner. Schriftsteller, Autor, Drehbuchschreiber. Unter anderem bekannt durch seine Werke Anton und Pünktchen oder Das fliegende Klassenzimmer oder was bei mir auch in der Bibliothek steht, Evi Briest, zählt er zur sogenannten Weltliteratur. Ja. Ich persönlich kann ihm jetzt nicht so viel abgewinnen. Also ich habe das Evi Briest habe ich auf jeden Fall gelesen. Ja, ist jetzt nicht hängen geblieben. Also war jetzt nichts, was sich in mein Langzeitgedächtnis gebrannt hat. So, und dann haben wir noch 3 Feinsilberunzen. Hier die dritte Ausgabe der Ghana Alien Serie. Im Jahre 2023. Sehr schöne Münze, sehr schöne Serie, die ich auch weiterhin besammeln werde. Auch hier habe ich mich jetzt etwas eingeschränkt, aber da komme ich nachher zu. Wir machen erstmal hier die Münzen durch. Dann habe ich euch ja von den EC8 erzählt. Ostkaribische Staaten bringen ja zu ihren Staatsteilen jedes Jahr eine neue Silberunze heraus. Antigua und Barbuda ist das hier. 25.000er Auflage. Aus dem Jahre 2023. Und auch eine Serie, die ich sehr gerne sammle. Die Nautical Ounce, also die nautische Unze aus Ruanda, hier noch in Originalverpackung zu sehen. Hier die Cutty Sark, das ist jedes Jahr ein anderes Schiff, wird herausgegeben seit 2017, mich recht entsinne. Hier also die 24er Ausgabe. Sehr schöne Münze. Und ich freue mich auch immer, wenn die hier so in diesen Originalverpackungen drin sind, auch wenn die total doof zu lagern sind. Aber ich denke, ich werde mir da mal so einen Setzkasten für Slabs kaufen. Ich glaube, da sollten die reinpassen. Und dann ist das auch kein Problem mehr. Ja, Auflagenstärke ist noch nicht bekannt. Ist sowieso schwierig bei dieser Serie. Ich glaube, da sind Auflagen gar nicht so richtig bekannt geworden. Ich nehme es so hin. Ja, hat sie halt keine.
Nicht schlimm. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja in meinen letzten Videos habe ich euch ja sehr viele Silberunzen-Serien vorgestellt, die ich besammle. Ich habe jetzt auch einige rausgeschmissen aus meiner ständigen Sammlung, sage ich mal, so diese typischen Anlagemünzen. Ja? Arche Noah, Känguru. Halt, nee, stimmt nicht, Känguru nicht. Britannia, Maple Leaf, die Eule von Athen aus Niue oder auch Wiener Philharmoniker, Silver Eagle. Also so diese Standard-Bullion-Anlagemünzen, die habe ich jetzt alle. Die kaufe ich mir jetzt nicht mehr jedes Jahr für die Sammlung. Ja. Erstens aus dem Grund, sie kommen in der Regel ungekapselt, laufen an, was einfach nicht schön ist. Also meine Wiener Philharmoniker-Sammlung, ich habe, glaube ich, 15 unterschiedliche Jahrgänge. So gut wie alle sind angelaufen. Und es macht einfach keinen Spaß, sich das anzusehen. Und deswegen, also dafür ist mir dann mein Geld auch zu schade, dann investiere ich lieber in Münzen, die gekapselt kommen oder hier in Folien kommen, die nicht anlaufen. Ja, haben sie noch die Möglichkeit auf den Sammlerwert irgendwann. Vielleicht. Beschränke ich mich lieber darauf. Und das Geld kann auch gerne in andere Richtungen fließen, zum Beispiel Richtung Kaiserreich. Aber dazu dann wahrscheinlich im nächsten Video mehr. Wie gesagt, die Umfrage möchte ich nochmal gerne erinnern. Guckt es euch an, macht euer Häkchen bei eurer favorisierten Kategorie. Ich lasse sie jetzt noch, ja, denke mal, eine Woche laufen. Und dann werde ich im nächsten Video dazu mal das Ergebnis präsentieren und auch meine Schlüsse daraus ziehen und euch mitteilen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Habt noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.